Herzlich willkommen zum dritten Tag der German2Go Vokabel-Challenge zum Thema Tagesablauf. Gestern habe ich dich gefragt, wie sieht dein perfektes Wochenende aus? Die Antworten sind toll. Heute gebe ich dir meine Antwort und danach kommt wieder deine nächste Frage zu dem Thema. Also, wie sieht mein perfektes Wochenende aus? Also, erstmal kann ich an meinem perfekten Wochenende ausschlafen. Ich kann ausschlafen. Danach gibt es ein schönes, ausgedehntes Frühstück mit meiner Familie, mit Croissants und Marmelade, mit einem leckeren Kaffee, etwas Obst. So ein richtig schönes, langes, gemütliches Frühstück. Dann habe ich idealerweise ein bisschen Zeit, um etwas zu arbeiten. Also so eine halbe Stunde, eine Stunde. Und dann werde ich mich langsam um das Mittagessen kümmern. Oder, nein, an meinem perfekten Tag mache nicht ich das Mittagessen, sondern wir gehen irgendwo essen ins Restaurant. Zum Beispiel zu unserem Chinesen um die Ecke. Dort ist das Essen immer sehr lecker. Ja, und dann nach dem Essen am Nachmittag machen wir einen kleinen Ausflug. Wir fahren vielleicht an einen See, wir gehen im Wald spazieren, wir fahren irgendwo raus in die Natur. Vielleicht machen wir auch ein Picknick am Nachmittag im Sommer, wenn es schön warm ist. Oder wir gehen auch auf den Spielplatz mit den Kindern. Also wir machen irgendetwas Schönes zusammen. Und dann gegen Abend kommen wir wieder nach Hause, essen in Ruhe Abendbrot, spielen danach vielleicht noch ein paar Spiele zusammen, ein Kartenspiel oder ein Brettspiel. Und dann machen meine Kinder sich alleine bettfertig und gehen ins Bett. Wir lesen noch eine kleine Geschichte und dann schlafen sie schnell und alleine vielleicht auch ein. Das wäre mein perfekter Tag. Ja, und dann am Abend haben mein Mann und ich etwas Zeit für uns. Wir gucken vielleicht eine Serie oder ja, machen irgendetwas anderes. Manchmal, ja, vielleicht arbeite ich auch noch ein kleines bisschen. Nee, obwohl an meinem perfekten Wochenende arbeite ich am Abend nicht mehr. Also wir machen irgendetwas Schönes zusammen am Abend, mein Mann und ich. Und dann, ja, gehe ich schlafen. Und es gibt eine erholsame, ruhige Nacht. Das ist mein perfektes Wochenende. Ein perfekter Tag an meinem perfekten Wochenende. Gut, kommen wir zur heutigen Frage. Ach so, ich habe vergessen zu sagen, wenn ihr das Transkript möchtet zu dem, was ich gerade gesagt habe, dann schaut unten in die Beschreibung. Dort findet ihr den Link zu der Seite, wo ihr alle Transkripte findet. Also die heutige Frage ist Frage Nummer 3 und die ist so. Wie verbringst du deine Abende? Was machst du vor dem Schlafengehen? Okay? Schreib deine Antwort unten in die Kommentare und wenn du möchtest, kannst du sie vorher auch mündlich formulieren, um auch den mündlichen Ausdruck etwas zu üben. Und ich möchte, dass du wieder darauf achtest, dass du die Vokabeln, die du nicht kennst, im Wörterbuch nachschlägst und sie dir notierst für später. Gut, also, wie verbringst du deine Abende? Was machst du vor dem Schlafengehen? Morgen kommt dann meine Antwort und dann auch deine nächste Frage. Viel Spaß! Und vergiss nicht, mir ein Like dazulassen.